Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ich im letzten Video gesagt habe, wollte ich mal GTA 2 anspielen und das mache ich jetzt einfach mal. Ja, sind wir im Hauptmenü. Ich mache mal ganz kurz die Musik ein bisschen leise und dann zeige ich mal, wie das so früher auch so ihr Menü aussah. Also hier hat man erstmal Spiele-Einstellungen, also im Spiel kann man zum Beispiel die Race-Distanz, Time oder Laps ändern. Das ging hier noch im Menü. Metrisch oder eben Imperial. Gibt's noch was? Nee. Oder hier halt Meilen pro Stunde oder KMH. Das ist jetzt auf Englisch, weil es ist die Steam-Version. Übrigens bei der Steam-Version müsst ihr euch noch einen kleinen Trick anwenden. Da braucht ihr bloß mal googeln, weil sonst ist, glaube ich, Ferrari und Porsche grau. Ja, das ist dann Videoeinstellung. Da konnte man dann auch die maximalen sichtbaren Fahrzeuge einstellen. Das kann man eigentlich hier völlig aufziehen, das ist egal. Heutzutage für die heutigen PCs kein Problem mehr. Ja, Verifor gibt es hier noch. Trackside Characters, das sind die Leute am Streckenrand. Kann man auch einstellen. Ich habe vom Prinzip jetzt alles ganz hoch eingestellt. Audio, ja. Also man kann ja alles einzeln einstellen, auch die Reifen, Quietschgeräusche. Advanced, das sind dann die ganzen Sachen, die auch noch videomäßig sind. Hier unten finde ich lustig, requires High-End Video Card with 128 MB. Ja, High-End. Heutzutage würde ich mir noch nicht mal. Naja, egal. Ich sag's mal lieber nicht. Hier kann man dann noch einstellen, wie die Kamera im Fahrzeug sich bewegt. Ich glaube, das konnte man ganz hoch nehmen, weil das ist das Level of Detail. Also das LOD, wann Sachen ja, so langsam wegploppen. Kann man alles hochdrehen bei dem heutigen Rechner. Ansonsten gibt es hier noch einen Multiplayer. Ist aber relativ uninteressant. Das sind bloß die Quick-Chat-Keys. So, dann haben wir hier die Steuerung. Da habe ich jetzt mein CSW eingestellt. Brauche ich jetzt hier nichts weiter zeigen. Das sind die Force-Feedback-Einstellungen. Hold-Button for Gear. Achso, das ist für den Haarschalter dann. Den nehme ich aber jetzt nicht. Speed Sensitive Steering, die können wir mal auf 0% nehmen. Ja, es gibt keine Einstellung für die Lenkradausnutzung. Ich habe mein Lenkrad jetzt direkt im Menü, also im Lenkradmenü bei Fanatec am Lenkrad einstellbar, nicht über den Treiber, auf 400 Grad genommen. So ein bisschen übereinstimmend mit der Lenkbewegung im Spiel. Hier, ganz wichtig, Basic Effects muss man Wheel einstellen, außer man hat eins davon. Das G27 könnte man auch G25 nehmen, das ist egal. Sonst gehen die Effekte nicht und bei Fanatec zumindest muss man auch Reverse Effects einstellen, sonst lenkt das Lenkrad immer in die falsche Richtung. Total seltsam. So, dann sind wir hier bei Realismus. Habe ich hier Simulation eingestellt. Allerdings automatische Kupplung, denn die Autos oder zumindest 90% der Autos hier haben sequenzielles Getriebe und das ist hier noch nicht so, dass das einmal automatisch erkennt und wenn ich die automatische Kupplung nicht drin habe, dann ist das Schalten mit den Schaltwippen oder halt mit dem sequentiellen Shifter, den ich dann nehmen werde wahrscheinlich, ein bisschen komisch. Deswegen automatische Kupplung drinne. Dann Flaggenregeln und Full Course Yellow, das heißt, dass der ganze Kurs auch gelb werden kann. Timescaled Weather heißt, das Wetter richtet sich nach der Zeit. Was genau das jetzt bedeutet, weiß ich leider nicht. Daylight Acceleration, allerdings Realtime. Also echte Zeit, kann man richtiges 24-Stunden-Rennen machen, theoretisch. Der Reifenverbrauch ist normal, genauso wie die mechanischen Ausfälle und Treibstoffverbrauch. So, das ist mein Profil, das ist nichts weiter, kann man hier Statistiken, ich bin, wie gesagt, noch nicht gefahren, ich habe bloß mal kurz probiert. Und Replay, da kann man sich nochmal Replays angucken und gucken, wie lange das Instant-Replay gehen soll. Nicht ganz so wichtig. Was ich noch kurz zeigen wollte, wo war das jetzt? Ganz kurz gucken. Ich find's gerade nicht. Jetzt hab ich auch vergessen, was ich zeigen wollte. Ach, egal. So, geht nochmal ins Hauptmenü. Hier gibt's dann eine Driving School. Da gibt's dann diese komischen Zahnräder zu gewinnen. Und finde ich ganz cool. Man kann hier nämlich die Strecken lernen. Da wird dann gezeigt, wie die Bremspunkte bei den Strecken sind und so weiter. Oh, jetzt habe ich es gestartet. Ich will eigentlich das Menü zurück, aber das ist so komisch. Ja, will ich jetzt nicht angucken.
Hier wird halt, kann ich auch noch kurz zeigen, kann man hier halt lesen, wie man die Strecke am besten fährt. Das finde ich absolut ein geiles Feature. Das ist schade, dass das heutzutage nicht mehr drin ist. Aber ich gehe erstmal wieder raus. Wollte ich nicht zeigen. Dann gibt es hier Open Practice. Open Practice heißt, es können auch andere Fahrzeuge auf der Strecke sein. Und hier kann man die Regenwahrscheinlichkeit in Prozent einstellen. Und das ist dann völlig zufällig. Also da weiß man nicht, was kommt. Strecke und Auto kann man einstellen. Das zeige ich gleich nochmal genauer. Time Trial ist dann das, was halt Time Trial ist, was auch in Project Cars gibt. Wie gesagt, übrigens, der Entwickler von diesem Spiel hat Project Cars entwickelt. Und wenn man bei Project Cars im Menü ist, hört man einige dieser Soundtracks, dieser Menüsongs auch in abgewandelter Form bei Project Cars. Das mal so als Info, falls euch vielleicht das eine oder andere Lied bekannt vorkommt. Das ist das, was wir gleich machen werden, das Rennwochenende. Dann kann man hier noch ein 24-Stunden-Rennen fahren. Echte 24 Stunden tatsächlich. Jetzt weiß ich aber wieder, was ich zeigen wollte. Hier, Starting Driver. Das Driver 1 bin ich. Und der zweite Driver, der zweite Fahrer, kann AI oder Player sein. Wenn man Player einstellt, konnte man damals, ich glaube, das hat sogar dann pausiert, da konnte man dann 24-Stunden-Rennen machen mit jemandem zusammen. Also ich hätte dann zum Beispiel, was weiß ich, mit einem Kumpel oder meinem Bruder zum Beispiel, hätte ich 3 Stunden gefahren. Nach 3 Stunden wäre schon die Box gefahren und dann hätte er fahren können zum Beispiel. Das hätte man hier theoretisch machen können. Man hatte dann, glaube ich, sogar tatsächlich Zeit, den Fahrer physikalisch zu wechseln. Ja, 24-Stunden-Rennen, wollte ich nochmal kurz zeigen. Kann man dann ja auch die verschiedenen Events auswählen, die es gab. Proximus hieß damals noch bei Spa. Wie gesagt, die echte FIA GT-Lizenz ist das. Dann natürlich noch Championships, das fehlt mir ein bisschen. Project Cars zum Beispiel. Konnte man die offiziellen Saisons fahren. Aber, und jetzt kommt's, und das ist ein Punkt, der mir wirklich fehlt. Fast allen Spielen. Nur Race Room hat das, glaube ich. Ja, genau, Race Room hat das. Ich kann hier auch andere Championships fahren. Also ich habe jetzt bloß die 2 freigeschaltet. Hier gab es wirklich noch Unlocks. Guck mal, wie viel man hier noch freischalten kann. Absolut cool gemacht. Ach, ich mag das Spiel. Ja, und dann halt noch Multiplayer. Ich glaube nicht, dass da irgendwas gibt. Ach, die Seriennummer. Ja, die habe ich mit Steam mitgekriegt, aber ist egal. Konnte das Spiel nämlich ohne Seriennummer starten. Damals auch die CD-Version ging ohne Seriennummer. Wollte man aber Multiplayer spielen, musste man die Seriennummer zwingend eingeben. Wie lange nehmen wir auf? 8 Minuten? Wird vielleicht ein bisschen längeres Video. Mal gucken. Ich mache jetzt erstmal das Training komplett weg. Das wollte ich jetzt nicht zeigen. Wir ruppen das mal auf hier. Ach so, das. Genau, die Gegnerzahl hängt auch davon ab, was die Strecke unterstützt. Wenn ich hier zum Beispiel Monster, wir fahren auch Monster, kann ich einstellen bis zu 47 und ich glaube, das geht teilweise noch weiter. Also es gibt Mod-Strecken, da kann man bis zu 100 Autos einstellen. So, hier die Fahrzeuge, kann man hier die Klasse auswählen, 2003 oder 2004. Das sind dann ein bisschen unterschiedliche Autos. Wie gesagt, die Ferraris sind sonst nicht mit drin in der Steam-Version, die muss man sich über einen kleinen Umweg freischalten. Ich glaube, ich werde den Maserati nehmen, denn den habe ich damals geliebt. Oder Maserati eigentlich auch hier dabei? Hier gab es den dann gar nicht. Und der Salen, den habe ich auch geliebt. Und welchen noch? Ist noch einer? Der Lister Storm, genau. Ich glaube, ich werde den Lister Storm nehmen. Den hat mir damals, als ich noch klein war, am besten gefallen. Ich hatte, glaube ich, immer den hier. Kann man sich dann hier nochmal in den Showroom angucken. Das kennt man ja heutzutage auch. Man kann sich hier auch noch die technischen Daten anzeigen lassen. Mit Kurve und allem drum und dran. Ja, die Strecke habe ich ja gerade schon ausgewählt. Okay, man muss ja Strecken auch freischalten, sehe ich gerade. Interessant. Also man hat sogar alle Strecken nicht frei. Also das war hier deutlich noch auf Freischaltungen angelegt. So, Rennzeit 17 Minuten ist in Ordnung. Wir machen mal Changeable. Einfach mal, um das ein bisschen spannender zu machen. Starting Grid, da konnte man auch rollend oder stehend machen. Wir machen rollend. 47 Autos. Random Grid Position. 100%. Das wird schwierig. Weil ich... mir fehlt jetzt in dem Spiel die Übung, weil die Fahrphysik
so toll sie damals war, kann heutzutage mit den Spielen eigentlich nicht mehr so ganz mithalten. Da fehlt einfach ein bisschen was an der ganzen Dynamik. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, um Gottes Willen. Ich meine bloß, früher, die PCs konnten ja schon gar nicht so viel. So, wie auch immer, sind wir hier jetzt direkt im Start. Hier, einige Fahrer kennt man vielleicht auch. Hier zum Beispiel haben wir Tom Christensen. Kennen wir noch jemanden? Bestimmt einige. Pietro Lamy kommt mir auch bekannt vor. Tim Mullen ist, denke ich mal, noch relativ bekannt. Ich weiß nicht, ob alles echte Fahrer sind. Ein paar auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob es alles echte sind. 8 Runden werden es wahrscheinlich werden. Aber wie gesagt, es ist die Rennzeit, die hier zählt. Und ja, das Tuning-Menü kann ich ja nochmal kurz zeigen. Kann man hier... Konnte man sich dann... Oh. Das war nochmal eine Notiz. Wo war denn das? Ah, hier, Online-File. Da konnte man sich nämlich online noch was runterladen. Da brauchen wir wieder diese Seriennummer. Die habe ich auch, theoretisch. So, hier die Reifen. Medium Hard oder Soft Slick. Und dann hier halt dementsprechend Regenreifen. Wir lassen das einfach mal alles so. Das Rev-Limit konnte man ein bisschen hochdrehen. Ich weiß bloß, dass das auf den Verschleiß geht. Ich mache es mal ein kleines bisschen höher. Ja, und halt das ganze übliche Setup. Das kennt man ja. Denke ich. So, jetzt kommt hier eine kleine Einführung von der Startaufstellung. Ruckelt das hier etwa? Ich hoffe nicht. Oh. Es frisst gerade ein bisschen an der Performance, sehe ich gerade. Na gut, ist nicht so schlimm. Das ist, weil das ziemlich viele Fahrzeuge sind. So, jetzt kann man hier die Formationsrunde fahren. Kann man, muss man aber nicht. Ich überspringe die jetzt mal. Das kann man mit der Taste Space machen. Zack. Jetzt kommt mal ein kurzer Countdown gleich. So, jetzt habe ich noch keine Kontrolle übers Auto. Und jetzt geht's los. Und die grüne Flagge. Ab geht's. So. Das ist, wie gesagt, die höchste Grafikqualität mit allen Autos sichtbar. Das nagt an der Performance, selbst bei einem neuen System, weil ein neues System... Ich habe hier gerade... Ja, mein Gott. Ich sehe gerade, ich habe keinen Blick aufs Motec. Ja, das Force Feedback ist ein bisschen komisch. So, jetzt sehe ich wenigstens die Gänge. So, jetzt haben wir hier eine gelbe Flagge im ersten Sektor. Das heißt, ich darf jetzt hier nicht überholen. Sonst gibt es gleich eine Strafe. So, jetzt läuft es auf jeden Fall schon flüssig. Okay, ich glaube, die gelbe Flagge ist vorbei. Was man hier auch machen kann, man kann das Motec-Display umschalten. Man sieht jetzt zum Beispiel Öl und Wasser. Etwas, was in Assetto Corsa heute noch nicht gibt, was ich ein bisschen blöd finde. Also nichts gegen Assetto Corsa, das, ich meine bloß, das ist was mir dort ein bisschen fehlt. So, 16 Minuten, ich werde das Rennen einfach so fahren, wird wahrscheinlich ein bisschen längeres Video jetzt werden, aber das macht ja nichts. Ja, und das war halt die, ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden ich das Spiel gespielt habe. Ich wusste das gar nicht mal mit den Freischaltungen, aber ich glaube, ich hatte mir die damals... Ich habe die gar nicht alle erfahren. Ich glaube, ich habe die mir per Eintrag in der Ini freigeschaltet. Damals. Ja, es kann sein, ich kann jetzt hier gar nicht richtig mithalten, weil ich auch kein Setup gemacht habe. Das war hier schon relativ wichtig. Ich habe mir damals dann teilweise dann die Setups immer aus dem Internet geladen. Ich habe selten Setups hier selber gemacht. Aber das Spiel... Den Spiegel mal anmachen hier. Oh, 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 oh. Ui, ich war im Leergang. Das war doof. Und gefährlich. So. Bisschen konzentrieren. Ich habe ABS und TCR aus.
Weil zu der Zeit hatten auch die Autos das nicht. Übrigens auch die KI hier, die hier mitfährt, hat denselben Entwickler wie in Project Cars 1 und 2. Also das ist auch der Entwickler, der mit rübergegangen ist, wenn ich richtig informiert bin. Der Physikentwickler ist bei Project Cars, also bei Slightly Mad. Genauso wie der Sounddesigner. Das hört man ja auch an der Musik. Die haben die nämlich auch selber komponiert und geschrieben. Der Stephen Basted ist das. Aber wie gesagt, das Force Feedback, das liegt wahrscheinlich an dem neuen Wheel. Gibt es sicherlich auch Tweaks, dass man das einstellen kann. Aber ich habe damit noch ein bisschen Probleme. Normalerweise kann man auch weniger als 100% Gegnerstärke einstellen, aber ich habe jetzt den Schwierigkeitsgrad Simulation. Das bedeutet, das geht halt nicht weniger. Also das kann man einfach dann nicht einstellen. Da muss man die Voreinstellung dann, das ist halt nicht nur eine Voreinstellung, sondern ein bisschen globaler Wert, muss man dann auf einen niedrigeren Level stellen, dann kann man auch weniger einstellen. Ich glaube, im einfachsten Schwierigkeitsgrad ging es bis 50 runter. Die Aufnahme flüssig läuft. Ja, das finde ich total cool hier mit den Boards, und das hat man ja in Project Cars 2 jetzt auch wieder übernommen. Ich habe übrigens ein kleines bisschen Look to Apex eingestellt, das könnte man ja auch machen, das geht vom Lenkradwinkel aus. Aber man sieht es kaum, fällt mir gerade auf. Tracker ja, unterstützt das Spiel allerdings schon. Ich habe das ja nicht mal, weil ich ja eigentlich mit VR jetzt fahre, was das Spiel nicht unterstützt. Denn Tracker ja, gibt es auch schon ziemlich lange. Und ich glaube sogar, das war damals die erste Simulation, die überhaupt Tracker ja unterstützt hat. Wenn ich mich nicht ganz irre. Was ich hier irgendwie vermisse, ist das Sichtfeld, das Field of View. Das ist so jetzt, ich glaube, damals war das noch wahrscheinlich auch noch gar nicht so wichtig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe es zumindest nicht gefunden. Aber ich finde halt den Sound hier wirklich gut gelungen. Nach wie vor ist der Sound noch ganz gut. Also ist vielleicht jetzt, fehlt ein bisschen an Dynamik, aber dieses Gearwine, dieses Heulen des Getriebe, meine ich, ist nach wie vor noch super. Ich vergesse hier immer wieder zu schalten. Irgendwie die Schaltanzeige so vom Fanatic Wheel gewohnt bin. Die aber hier nicht funktioniert. Ich glaube, da gab's was, dass die funktioniert. Gab's sowas wie ein Plugin, Plugin heißt, das man ins Spiel einfügen konnte. Oh je. Muss ein bisschen aufholen, ja. Oh je, schon wieder Bremspunkt verpasst. Muss ich ein bisschen langsam machen? Ja, jetzt habe ich eine Verwarnung gekriegt. Blöd. Aber eine Warnung ist noch nicht so schlimm. Wäre ich jetzt mit Vollspeed durchgefahren, hätte ich direkt in der nächsten Runde antanzen können mit so einer Stop-and-Go-Strafe oder Durchfahrtsstrafe. Ich glaube, es ist jetzt sogar noch eine Stop-and-Go-Strafe. Das tut weh. Ich glaube, 10 Sekunden waren das hier immer. Und ich habe hier echt Probleme aufzuholen. Wie gesagt, 100%, das ist schon ganz schön knackig, wenn man überhaupt nicht geübt hat. Denn es ist schon, das ganze Force-Feedback ist anders. Aber ich komm langsam rein. Geht langsam. Ja, das Spiel auf jeden Fall damals absoluter Meilenstein. Genauso wie GT Legends dann. Ich glaube, GT Legends kam danach raus. Das habe ich aber damals, wie gesagt, ich hatte damals... wie gesagt, ich habe es erst in einem anderen Video gesagt. Ich habe das nur mit Gamepad gespielt. Ich wollte ja eigentlich mit dem Hebel schauen. Na egal. Damals nur mit Gamepad gespielt und mit Tastatur teilweise. Da GT Legends war damit fast unspielbar, weil das waren ja ältere Fahrzeuge. Und die konnte man gar nicht fein genug steuern damit.
Und ich war ja noch jung. Weiß gar nicht, wann ist das rausgekommen? 2005 oder was? 2004? Ist jetzt, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube 2004 war das. Also 100 Meter ist definitiv zu spät. Jetzt war es schon ein bisschen besser. Vielleicht wieder ein bisschen Boden auf die Viper vor uns gelangt. Ist das eine Viper gewesen, ne? Und ich muss sagen, jetzt das mal wieder zu spielen nach so langer Zeit, also ich muss wirklich sagen, es macht nach wie vor Spaß. Gucken wir mal auf die Reifentemperaturen. Ja, das... Ich glaube nicht, dass es hier anfängt zu regnen. Aber die Scheibe wird dreckig, man sieht es ein bisschen. Ich hoffe, man sieht es auch im Video. Ich glaube, die haben hier Abreißvisiere. Oh, ich habe... Fällt gerade auf, das Licht müsste gehen. Oh, auch nicht. Komisch. Eigentlich gibt es hier auch Scheibenwischer. Ich habe es wahrscheinlich gerade nicht belegt. Oder es funktioniert aus irgendeinem Grund gerade nicht. Ne, ist nicht. Oh. Nein, ich will nicht pitten. Genau. Müssen wir nämlich dann Pit Request nochmal drücken. Um das abzubrechen. Ist nicht irgendwo. Ah, hier ist Licht. Okay. Ja. Kürbis sind hier echt gemein, wenn man auf den Gas gibt oder zu viel Kraft auf einen Reifen legt, dann haut es einen gleich raus. Ich weiß gar nicht, welche Position ich gerade bin. Ich sehe, das Motec-Display wird leider verdeckt. Und ich habe jetzt auch sonst keinen HUD. Ich kann es jetzt auch während der Fahrt nicht wirklich einstellen. Deswegen ist schon blöd gerade. Ich will eigentlich nur da vorne aufholen. Wie gesagt, ohne Setup wird das vielleicht ein bisschen schwierig. Ich sehe gar keinen hinter mir. Ich glaube, das längste Rennen, was ich damals gefahren bin, wo ich dann schon Lenkrad hatte, waren 3 Stunden. Also 24-Stunden-Rennen in volles, in Fulltime bin ich nie gefahren eigentlich. Das Gute ist, man konnte hier im Rennen konnte man speichern. Ich weiß jetzt nicht genau wie, Moment mal. Ja, hier, genau, safe. Und da konnte man das Spiel speichern. Und man konnte auch aus den gespeicherten Wiederholungen heraus das Spiel an jeder Stelle fortsetzen, wenn ich mich recht entsinne. Also ich mache auf jeden Fall Vorsprung gut. Jetzt kann es natürlich sein, dass der in einer anderen Klasse ist. Ja, jetzt kommen gerade meine Kinder. Ja, das waren meine Kinder. Noch mehr Ablenkung. Aber es ist irgendwie seltsam interessant. Fahrphysik, also man merkt, dass es vom selben Physikdesigner ist, denn die ist irgendwie... es erinnert einem Porsche Cars, so vom Stil her. Ich kann es schlecht beschreiben.
Es ist zwar, Vorphysik ist immer noch ein bisschen simpel, also. Aber irgendwie merkt man die Handschrift. Aber da fährt man hier mal den Wald voraus. Ja. Was man trotzdem sagen muss, wenn ein bisschen Zeit vergeht, man hat ein gutes Gefühl für die Hinterachse. Trotzdem bin ich zu langsam. Vordermann aufschließen, das wird ein Traum bleiben. Da fährt man immer weiter davon. Jetzt weiß ich nicht, ob der die Listersturm oder der Listersturm. Ja, die Sachen dann helfen natürlich auch nicht gerade. Einfach von Haus aus sogar ein bisschen langsamer ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, das 100% entspricht vom Prinzip dem der Geschwindigkeit, die die Gegner auch so in der Realität hatten, so circa. Also nicht ganz. Ich glaube, der Wert war dann so bei 110% erreicht. Bis 120 oder 125 geht's. Hallo. Ja. So, die Zeit ist um, das ist die letzte Runde. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich noch eine fahren darf. War jetzt für GTR-Verhältnisse eher ein kurzes Rennen. Wie gesagt, 10% Renndistanz. So, damit ist das Rennen zu Ende. Man sieht, dass die da vorne auch langsamer fahren. Ich habe es gar nicht mitgekriegt vor uns, dass der Flagge geschwenkt hat. Und vielleicht war die auch nicht drin. So, ich drücke mal Escape. Jetzt kann man hier Quit drücken. Dann kommt man in den Ergebnisbildschirm. Und wie man sieht, das Rennen läuft noch. Ja, ich war fast der langsamste in der GT. Durchschnittsgeschwindigkeit unter aller Sau. Kinder. So, jetzt kann man hier auf Finish Race drücken. Dann hat man es sozusagen erzwungen. Und hier die Klasse G3, die ist sonst wo. Und jetzt wird die Hotlap gespeichert. Und die kann man sich dann hier angucken. Monster. Weiß nicht, was. Ich glaube, das ist das ganze Rennen jetzt. Okay. Ah, jetzt. Ich glaube, das ist das ganze Rennen, was ich gerade gefahren bin, oder? Ja, genau. So, und dann kann man hier mal das Auto umschalten. Television. Da kann man hier sich das Ganze angucken. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier dann eine Option gab. Das irgendwie weiterzuführen. Also egal. Das wollte ich halt nochmal zeigen kurz. So, und dann wär's das. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen.
Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.